Ich bin ca. 2009 ins JFZ gekommen. Was mich dazu bewegt hat, war einfach die Tatsache, dass man so Rumunkel in Neuruppin gehört hat, dass hier jeden Samstag Partys stattfinden, die von Jugendlichen selbst organisiert werden. Und das war so ein Grund dafür, hier mal vorbeizuschauen. Also ich war erst selber Gast hier. Und nachdem man dann so ein bisschen mit den Leuten hier gesprochen hat an so einer Veranstaltung, denn dass man, ob man nicht denn selber mal tätig werden kann, bin ich im Prinzip dazugestoßen zu dem Team. Ich bin hierher gekommen durch eine Freundin, die hatte die Idee, uns mal hier umzugucken, ob man mitmachen kann, ob man ja hier arbeiten kann, und dann sind wir einfach vorbeigekommen und haben schnell gemerkt, dass wir auf jeden Fall willkommen sind. Wir haben sehr, sehr viele gute Veranstaltungen hier gemacht, also einfach die Tatsache, dass sehr gute Disco-Veranstaltungen stattgefunden haben mit einer hohen Qualität einfach. Wir haben viele Konzerte in der Zeit hier gehabt, die auch einen gewissen Rahmen hatten im Sinne von der Bekanntheit. Also es waren unter anderem die Beatsticks hier und so weiter, was ja eine relativ große Tragweite hatte. Ansonsten haben wir auch sehr viel im Gebiet Jugendarbeit gemacht. Also wir konnten in den Jahren mal mehr, mal weniger Jugendliche dazu begeistern, hier mal unter der Woche vorbeizuschauen, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und das ein oder andere hier mal mitzumachen und generell dazu zu bewegen, dass diese halt an Wochenenden die Veranstaltung hier machen. Man hat hier die Möglichkeit, sich total einzubringen, Ideen umzusetzen. Wir versuchen, ja, Projekte zusammen zu starten, und es macht mega Spaß. Also die Leute hier alle zusammen verstehen sich super, es ist wie so eine kleine Familie und man fühlt sich auf jeden Fall wohl und auch von Anfang an super willkommen, und das finde ich schon besonders. Unter der Woche ist natürlich so im Hintergrund immer die generelle Vorbereitung für die Veranstaltungen am Wochenende. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Also es gibt verschiedenste Attraktionen, die man hier machen kann. Das sind Sportkurse, die mittlerweile hier durchgeführt werden von Jugendlichen. Es gibt Tanzkurse, es sind viele Workshops jetzt geplant, unter anderem auch einen Hip-Hop-Workshop. Ob es da nun darum geht, sage ich mal, Musik zu produzieren oder generell zu schreiben. Es geht um Graffiti-Workshops, da so ein bisschen in die Kunstrichtung zu gehen. Ansonsten gibt es ja auch den sogenannten Kulturgarten, der im Sommer von Jugendlichen geleitet wird. Das heißt, es ist ein Garten, der dann draußen stattfindet. Das ist immer so das kleine Pendant zum Night Café, was im Sommer halt stattfindet, halt logischerweise draußen. Und ansonsten halt viele Sachen, im Prinzip ist ja so der Fantasie eigentlich gar keine Grenze gesetzt. Die Jugendlichen müssen nur Bock haben, müssen zu uns kommen, und dann können wir im Prinzip alles machen. Ich kann es jedem empfehlen, die Veranstaltung zu besuchen, und auch jeder kann, wenn er Lust hat und Zeit hat, dabei sein und ein Teil vom Team werden. I'm